Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier noch in Wallenwood, hier bei Eagle Vale. Wir wollen wieder zurück nach Haven, weil dort ist ja immer noch der Kyras, den wir haben wollen. Wir müssen noch ungefähr 20.000 dafür zusammenbringen. Aber wir machen ja hier für unseren aktuellen Lieblingskönig noch ein paar Quests. In der letzten Folge haben wir einmal 10.000 von ihm bekommen gehabt. Das war absolut genial, fand ich. 10.000. Wir sind hier auch schon bei 36.000. Da fehlen noch 14.000. Das heißt, zwei Quests, dann sind wir hier durch. Und dann können wir weiterreisen. Dann müssten wir, wenn ich jetzt einmal hier schaue, müssten wir tatsächlich fürs nächste nach Somerset Isles. Aber das müssten wir ja auch nicht sofort machen, sondern ich will jetzt den Kyras haben, der dort ist. Und dann schauen wir mal, wo es eigentlich zur nächsten Quest hingeht. Der Hauptquest natürlich, meine ich. Dass wir uns vielleicht da schon mal ein bisschen auf den Weg machen. Vielleicht da ein bisschen hier für die Hauptquest noch mal ein bisschen weitermachen. Dann müssten wir auch danach irgendwann noch nach Skyrim einmal zurück hier in den Ebenerz-Schulterteil. Und nach Hammerfell müssten wir auch noch für die Ebenerz-Schuhe, Handschuhe. Da auch noch mal hin. Was sonst? Ja, und die Schuhe, genau, auch die Schuhe. Also, Hammerfell werden wir auch demnächst wieder besuchen und Skyrim. Und dann schauen wir mal, was wohin uns eigentlich auch die Hauptquest führt. Vielleicht bringt es uns nach Somerset Isles, dann würden wir uns da direkt auch nichts auf machen. Hier, Quest kennen wir schon, hat sie gesagt. 3200, ja, okay. My lands are being stalked by a deadly foe, one which is evaded by hunters for weeks. It is Dakanesa, a Medusa. Ach ne, wieder eine Medusa. Ja, okay. Immerhin neuer Dungeon. Aber da kriegen wir vielleicht wieder ein paar Sachen, die wir auch gut verkaufen können. Wer weiß. So, wie heißt der Dungeon? Müssen wir mal schauen. Nicht? Hier, genau. Bei Dritten, da kann ich sagen, vor Sirim, King of Haven. Darkanesar's Lair is said to be northeast of Haven. Darkanesar's Lair. Darkanesar's Lair. Okay, da. Die ist aber ganz schön weit weg. 16 Tage? Ja, kriegen wir hin. Reisen wir da mal hin. Hauen den ein paar Mal aufs Maul. Den paar Leuten hier. Oh. Oh, gleich zwei Stück? Verdammt. Warum gleich zwei Stück? Nee, warte. Bleibt beide tot, ja? Noch einer. Self-Buckler. Tot geblieben, bitte. Ich habe wenig Bock, jetzt nochmal gegen einen von denen zu kämpfen. Oh, und auch die Geister. Komm, geh doch drauf. Hinter mir ist keiner. Warte mal. Wir müssen mal eben was schauen.
Jetzt weiß ich, was ich letzte Aufnahmesession machen wollte. Oder zu dieser. Weil ich jetzt diese Aufnahmesession vergessen habe. Heiltränke kaufen. Ach, ne. Digga, die Trolle gehen mir so auf den Sack jetzt gerade. Hinter mir ist keiner. Der Kampf gegen die Medusa wird auch noch schlimm. Fehlt mir noch? Wohin? Da hinten hin. Das sieht aus, als wäre da irgendwie eine Tür. Das weiter runter geführt. Ja, hoppla. Dann gehen wir schon mal runter. You sense the Medusa is nearby. Ich hoffe, den Kampf gegen die Medusa überleben wir. Mit so wenig Heiltränken, die wir mit haben. Da gehe ich immer durch. Licht. Sind wir jetzt genau? Ja, wie viele Türen hier gibt's? Und ich laufe hier einfach stumpf irgendwie wahllos durch. Gerade irgendwie. Ich habe das Gefühl, da geht es nicht weiter. Gut auch nicht. Ne, keine Tür, keine geheime Tür. Ich hoffe, hier unten war es das, sondern jetzt erstmal. Ja, komm hoch. Mal Ende. Dann müssen wir da. Oh, da ist noch eine Tür. Geheime hier. Ah, Gold. Und Plattenküros. Hier auch noch weiter. Irgendwo hin. Oder eher weniger. Auf die Medusa freue ich mich jetzt eigentlich eher wenig, aber ja, die müssen wir auch bekämpfen. Jetzt auch nicht weit. Ah, hier ist eine Tür. Gold. Eine Tür. Eine Tür. Da ist eine Tür. Irgendwo. Oh. Nicht hier, sondern... Stecke ich fest, hallo. Aber das Dungeon kommt mir auch bekannt. Hier hatten wir mal gegen diese Drachen kämpfen müssen. Und Feuerdämonen. Ja, schreck mich nicht, Tür. Jetzt irgendwo. Da haben wir sie.
Heilen, heilen, heilen. Mal drauf gehen. Ich erwarte jetzt wenigstens ein Level Up dafür, dass wir die jetzt killen. Ja, ich habe eine Medusa gesehen. 95 Gold, nice. Und einen Plattenhelm, den nehmen wir mit. Warum jetzt bitte ein Level Up? Warum ist jetzt hier kein Level Up? Den Level Up haben wir uns verdient. Komm wieder ran? Nee. Nicht auf. Ja. So geht's auf. Und ein Daikata. Oh. Digga. Was war das denn? Ordentlich aber draufgehauen. Das nächste, was wir tun müssen, ist wirklich Heiltränke kaufen. Heiltränke sind schon langsam knapp. Hier sehe ich jetzt keine Schätze. Ich würde sagen, hier machen wir vielleicht ein kleines Safe Game auf die 2. Oh. Daikatana nehmen wir mit, auch wenn die nicht viel wert sind, aber nehmen wir. Eine Tür. Und was hier gibt's? Niente. Was? Da brauchen wir nichts. Hm? Einmal noch mal kurz heilen. Das sieht. Okay, was fehlt uns noch? Das ganze Gebiet hier? Das war's. Okay. Drüben haben wir schon. Und oben fehlt uns noch. Unten. Da wären mir die Botengänge eigentlich für 10.000 doch lieber gewesen. Geht uns noch ein bisschen was zu erkunden? Nehmen können. Mal diese Spinnen. Und die haben nicht mal was. Spinnen, ey. Wir gehen hier mal durch. Wenn wir da mal rüber schwimmen, drunter durch. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ich hoffe, ein Schatz. Das meiste, was wir hier finden, ist wertlos.
brauchen mehr von diesen Bracelets und so. Oder den Ring hier oder Belt und so. Lass mich gerade. Hier ist irgendwo eine geheime Tür. Nein! Grob, außer diese Zwischenräume, die hier irgendwo sein sollen, haben wir jetzt eigentlich schon erkundet hier. Wir gehen wieder zurück. Lohnt sich nicht hier noch groß. Ich würde sagen, dann gehen wir durch. Hier geradeaus durch. Diese Tür. Und danach noch. Genau hier jetzt. Oh. Hinter mir war auch noch einer. Okay. Komm, den Plattenkürass nehmen wir mal. Ah, die sind voll. Ja. Geht weg von mir. So, genug von Trollen jetzt. So, jetzt einmal rechts, dann wieder links. Hier jetzt der andere Richtung. Aua. Ja, die Ritter jetzt auch noch. Gold immerhin. Hier auch noch einer. Ja. Ich habe gleich keine Heiltränke mehr. Und 42. Aber der hat auch nicht. Ja, der kann da bleiben. Ja, ganz schnell vielleicht mal heilen. Und dann gehen wir hoch. Und hier jetzt auch noch ein. Alles durchsuchen. Hier fehlt uns die komplette nördliche Ecke. Hier im Süden fehlt uns noch im Westen ab. Ja, dann gehen wir mal hier in Richtung Norden. Bin noch im Norden gewesen. Ja. Ah, hier haben wir einen Schatz. Gold? Wirklich? Unten brauchen wir, glaube ich, noch nie. Oder? Oder wollen wir. Doch, wir gehen erstmal zuerst hier hin und dann da runter. Nein! Hier gibt's nichts. Das ist super. Da waren wir noch gar nicht. Das hier einmal rüberspringen und dann schauen. Hier finden. Nein, nicht die Waffe. Ach so. Okay. Gehen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt mal. Ja, mal runter kurz. Hoch. Hoch. Südwesten haben wir ja noch nicht gesehen, erkundet. Hier. Noch ein Schatz. Oh, oh. Ah, den können wir nicht mehr mitnehmen. Müssen wir mal schauen, was vielleicht nicht magisch ist.
Schattenküras zum Beispiel können wir droppen. Helm können wir. Ein Plattenhelm können wir droppen. Der denn jetzt? Warum kommt der jetzt hier an? Eisengolem, Digga! Ja. Geh drauf! Schild mal eure Base. Nein. Dann schnell weg von hier. Wie viele Gegner hier kommen, ey. Warum laufe ich hier jetzt nur am Rand? Gab es da irgendwo eine geheime Tür? Ne. Ich bin jetzt kein Gegner-Spawn. Jetzt ist echt kein Bock drauf. Da geht's hier über. Ja, hier geht's rein. Mal hin. Nein. Ah, doch, hier. Wir gehen mal hier rum. Und jetzt kommen drei Golems und 7 dieser Geister. Nichts. Schreckt mich die Spinne. Manchmal bin ich echt froh, dass die auch hinter den Wänden eher spawnen. Dass wir die ihnen dann nicht direkt begegnen oder so. Schätze. 5 Gold. Besser als 4 Gold. Oh, geil. Hört mal mit. Oh. Ich glaube, mir reicht's von hier. Das ist mir hier schon zu viel. Kann der mal drauf gehen? Wir suchen den Ausgang. Das ist mir schon zu viel. Und wenn wir darum gehen, dass wir da auch ankommen. Hier irgendwie nach Norden. Geradeaus durch, dann müsste da hoffentlich der Ausgang sein. Das ist mir hier schon zu viel geworden. Glück. Und dann reisen wir los. Ah, immerhin am helllichten Tag. Dann geben wir ganz schnell die Quest hier ab. Können dann noch den ganzen Schrott verkaufen und dann hoffen wir mal, haben wir genug für den Kyras. Dann können wir auch mal schauen, vielleicht müssen wir unsere Ausrüstung auch reparieren. Wie viele Heiltränke haben wir denn noch? Da haben wir einiges verloren.
20 haben wir noch. Aber immer nach und nach kriegen wir alles aus Ebenerz. Okay, wir haben jetzt aber wirklich genug für bessere Ausrüstung. Also für den Kyras immerhin. Der Kyras wird mir jetzt fürs Erste vollkommen reichen. Dass wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Ach. Und dann können wir mal nachfragen, wo es zur nächsten Hauptquest hingeht. Weil wir den haben. Gehen wir hier links ab. Die Medusa haben wir ja erledigt. Wir sollten ja die Medusa töten. So. Is Darkenessa the Medusa dead at last? Not our city state in the province was able to destroy this monster. But thanks to you, heaven will be called the city state that slew Darkenessa. You have certainly earned your youth. 3,200 Gold. Good note, take it and go in peace. Ja, dann würde ich sagen, machen. 10.000 fehlen uns noch. Dann verkaufen wir den ganzen Zeug, was wir da haben. Und hoffentlich haben wir genug, um dort Kyras zu kaufen. Hoffentlich reicht das. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt zu. Wo mussten wir dafür hin? Was war das? Hier ist ein General Supply Store. Ab nach Süden. Dann können wir das dort verkaufen. Und den dann zu, dass wir die 50.000 Endi dafür haben. Müsste jetzt gleich hier links hin. Genau. Nach links. Da haben wir eine Kneipe. Und dahinter müsste es. Endi haben wir aber noch nicht. Basic Gear Store. Jetzt haben wir den auf der Karte. Aber hier, genau, General Supplies. Guter Mann, ich habe hier ein paar Sachen zu verkaufen. So, wo haben wir die? Genau, hier, Play Pulver. 33 Gold, ja. Den Buckler. 7 Gold. Sind schon mal 40 plus. So, dann den Longsword. 570. Ja, ich hatte mehr erwartet, mehr gehofft. Die Daikatanas. 20. Hier noch ein Daikatana. 37. Und den Daikatana. Auch nochmal 37. 5 Gold, wow. Lail. 11 Gold. Ja, hoffen wir mal, dass die hier, der Mark uns ein bisschen hilft. Ja, 271 ist ein bisschen wenig. So, dann haben wir hier noch den Bracelet. 1031. Hilft uns nicht ganz. So. Hier haben wir noch ein Belt. 468. Da hat man nicht ganz. Ach, wir haben noch zwei Talks. Cool. 93. Wow. Und nochmal 93. Ich
Ich hab da wirklich mehr erwartet. Ich habe da mehr auch. Wir brauchen. Für das Ebenerz-Ding hier, Emily Curas, 50.000. Den können wir uns noch nicht leisten. Ja, dann machen wir das so, dass wir in der nächsten Folge uns jetzt noch mal ein paar Heiltränke kaufen. 80 Stück brauchen wir. Wie viel haben wir an Gewicht jetzt bei uns? 86 Kilogramm von 168. Dann holen wir uns noch ein paar Heiltränke, 80 Stück, und dann machen wir noch eine, vielleicht zwei Quests für den guten Großkönig hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, damit wir den Kyras kaufen können. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao!